Hebamme Lotte May steht in der Gynäkologie ein aufregender Arbeitstag bevor. Bei einer Hochschwangeren muss wegen ausbleibender Wehen die Geburt eingeleitet werden. Die 23-jährige Patientin ist aber nicht nur deshalb äußerst angespannt und wird von ihrer Mutter beruhigt. Na, ja, wie sieht's aus? Hier liegt ja unsere Frau Richter, die haben wir gestern aufgenommen mit Blasensprung, die kennst du ja. Ja, genau, auch, genau, genau. Ganz schön aufgeregt hier. Ja, ja, ich bin total aufgeregt. Mein Freund ist nicht da, der guckt sich gerade eine Wohnung an und das bestimmt unbedingt Weg, brauchen. Jana. Und er ist immer noch nicht da. Und ich habe jetzt ehrlich gesagt ein bisschen Angst, dass ich jetzt hier alleine liegen bleibe. Du bist aber nicht allein, ich bin genau, noch ich nicht erreicht. Aber Richter, die Mama ist da und noch geht's jetzt noch nicht wirklich los. Ja. Wir haben noch ein bisschen Zeit, dann kommt ihr Freund, schafft das bestimmt. Es kommt jetzt halt alles zusammen. Es geht nicht voran. Felix ist noch auf dem Weg, aber er ist bestimmt bald hier. Frau Richter, jetzt mal, erstmal sind wir jetzt hier im Moment und jetzt gucken wir mal nach Ihnen. Die Antibiose läuft, die haben Sie ja seit gestern Abend. Die Blutwerte, die wir eben abgenommen haben, sind völlig in Ordnung. Das heißt, wir haben da jetzt keine Not, dass durch den Blasensprung, den Sie haben, irgendwelche Keime zum Kind gekommen sind. Also geht's beim Baby gut? Beim Baby geht's auch, die Herztöne sind super. Aber wir machen mit der Einleitung weiter, wir bleiben da dran. Wir haben ja gestern begonnen und würden heute damit weitermachen. Das heißt, Sie würden so wie gestern noch mal eine Tablette vor den Muttermund gelegt bekommen, die den Muttermund ein bisschen weicher macht und dann noch mal hoffentlich ein paar mehr Wehen macht und den Körper ein bisschen unterstützt, dass es dann auch losgeht weiter. Ich möchte nichts für die Unterstützung. Ich möchte es auf ganz normalen, natürlichen Wege. Ich habe gehört, dass man da mehr Schmerzen hat oder so. Ich möchte alles, dass das alles ganz normal ist. Und ich möchte, dass mein Freund hier ist. Ja, können wir verstehen. Okay, wir machen das jetzt mal so. Wichtig ist jetzt, dass Sie sich auf sich konzentrieren und auf das Baby, ja, dass er jetzt irgendwann auch auf die Welt kommen möchte. Ja, Sie können ja trotzdem immer noch natürlich entbinden. Wir müssen nur ein bisschen nachhelfen. Ja, Frau Richter war schon sehr aufgeregt, weil ihr Freund noch nicht da war. Dazu mussten wir ihren natürlichen Geburtswunsch einen Strich durch die Rechnung machen und die Geburt weiter einleiten mit Medikamenten, weil die Versorgung des Kindes uns im Hinterkopf einfach war. Und wie dann sich die Situation weiterentwickelt hatte, konnte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht ahnen. Okay. Okay. Baby geht's gut. Ja, sie beruhigen sich ein bisschen. Genau. Ihr Freund wird mit Sicherheit hier jederzeit ankommen. Das heißt, ich würde jetzt schon mal in den Kreißsaal gehen und dann würden Sie zu mir rüberkommen. Wir untersuchen dann noch mal den Muttermund, legen diese Tablette vor den Muttermund und machen einfach weiter und hoffen, dass wir da den Schalter umgelegt bekommen und die Geburt losgeht. Jetzt mal tief ein- und ausatmen und immer daran denken, die ganze Kraft, die Sie jetzt brauchen, brauchen Sie jetzt für die Geburt und für das Baby. Patientin Jana machen die Sorgen rund um die Geburt aber weiter schwer zu schaffen. Als später am Tag die Wehen einsetzen, ist ihr Freund und Vater des Kindes immer noch nicht eingetroffen. Im Kreißsaal ist die werdende Mutter von der Situation und den Schmerzen völlig überfordert. Willst du vielleicht doch was gegen die Schmerzen? Wir hätten jetzt noch die PDA, die anderen Schmerzmittel haben wir ausprobiert. Es dauert noch einen Moment, bis das Baby kommt. Ja, bitte. Ja, mach doch bitte. Nicht. Möchten Sie eine PDA? Ja. Ja. Okay. Frau Richter, dann kommen Sie kurz mit ins Büro. Ja, hier ist Nancy. Charlotte, wir brauchen jetzt das einmal Pause, im Kreißsaal, bitte. Einfach genau, für eine PDA. Ich wurde zu Frau Richter gerufen, denn sie wünschte sich eine PDA. Das ist eine Methode, in den Rücken Medikamente, auf der einen Seite Schmerzmedikamente und eben Anästhetikum, also Medikamente zu geben, die so ein bisschen die Nervenleitfähigkeit herabsetzen und somit auch die Schmerzen mindern. Zumal können sich die Patienten trotz dieser Form der Medikamente weiter bewegen. Und das ist immer super wichtig während einer Geburt. Mein Name ist Engel. Ich werde jetzt bei Ihnen die PDA machen. Ne? Und danach sind Sie hoffentlich ein bisschen besser mit den Schmerzen, können Sie zurechtkommen. Okay. Ne? Okay. Ne? Wir legen Ihnen auch einen Katheter, dann kann die Hebamme auch immer noch was nachspritzen. Ne? Sie müssen auf jeden Fall jetzt gut mitmachen und dann wird das gleich besser. Das Betäubungsmittel kann die Wehenschmerzen zwar lindern, doch die Nerven der 23-Jährigen liegen vor allem seelisch blank. Es droht deswegen sogar Streit. Schwester Nancy erhält nämlich einen Anruf, dass der Vater des Kindes endlich auf Station angekommen ist. Ja, Schwester Nancy? Ja. Super. Okay, ja. Super okay. Gemacht. Kommt noch eine Wehe? Ich bin mal kurz raus, ne? Sie können sich jetzt auch gleich hin. Genau, Sie dürfen jetzt, mache ich Ihnen mal. Infusion läuft, ne? Messen läuft. Ich drücke gleich noch mal drauf und messe noch mal aktuell. Jetzt dürfen Sie noch mal
nach hinten rutschen und ganz klettern mit allen Sachen, die sie haben, klettern. Da schreiben wir nochmal CDG mit dem Kopf. Felix, Gott sei Dank. Ah, der Papa. Herzlichen Glückwunsch. Echt. Wo warst du denn die ganze Zeit gewesen? Alles gut. Ganz ruhig bleiben. Sehnsüchtig erwartet worden. Ja. Genau. Das Schlimmste habe ich schon hinter mir. Wo warst du? Einleiten, PDA hat sie bekommen. Entschuldigung. Ganz ruhig bleiben. Dann spuckst du mit dem Popo noch ein bisschen zu mir, bitte. Super. Mit dem Popo noch ein bisschen weiter. Man dreht sich am besten so ein bisschen zur Seite, geht das? Stress hat leider immer negative Auswirkungen auf Krankheiten oder auch eben Ausnahmesituationen wie eine Geburt. Deshalb ist es natürlich davon abzuraten, sogar noch im Kreissaal zu streiten, wie Frau Richter es mit ihrem Freund getan hat, nachdem ich die PDA gelegt habe. Ich war die ganze Zeit alleine. Frau Richter, ja da, ein bisschen alles ruhiger bleiben. Was ist denn jetzt mit der Wohnung? Die ganze Aufregung bekommt ihr Baby ja jetzt auch mit, ne? Was ist denn jetzt mit der Wohnung? Haben wir sie? Die Wohnung hat leider ein anderes Pärchen bekommen. Was? Aber ihr hattet doch schon die mündliche Zusage. Wir hatten die mündliche Zusage. Also, was hast du falsch gemacht? Ich rufe den Vermieter an, das geht ja so. Nein, das ist meine Schuld. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Wir können doch nicht die ganze Zeit noch bei meiner Mama wohnen. Frau Richter. Wir messen gerade. Du kriegst gar nichts alleine. Felix, ich rufe den Vermieter an, ich kläre das. So geht's ja nicht. Ihr hattet eine mündliche. Ich habe den Termin verwechselt. Der Termin mit dem Makler war gestern schon. Och, Felix. Ist das dein Ernst? Du hast eine Sache, um die du dich kümmerst, oder nicht mal das kriegst du hin. Hey, Schätzchen, das kriegen wir alles in Ordnung. Kümmer du dich jetzt Frau Richter, jetzt müssen Sie sich mal ein bisschen auf Ihr Baby konzentrieren. Es ist jetzt ganz wichtig, dass wir einmal Ihren Blutdruck messen. Und Sie sind so aufgeregt, dass der kaum messbar ist. Ne? Eine Geburt ist für eine Frau nur eine absolute Ausnahmesituation. Dass da hier und da mal partnerschaftliche Probleme auftauchen oder auch böse Worte dem Partner gegenüber, das erlebe ich schon ziemlich häufig. Es ist aber eine Ausnahmesituation und meistens wissen die Frauen anschließend nichts mehr und entschuldigen sich oder sind dann auch wieder normal. Ihr könnt bei mir so lange bleiben, wie haben es Sie noch mal eine Wehe? Ist, Jana. Ne? Merken Sie noch was von den Wehen? Kein Ding. Das kann doch passieren in der ganzen Aufregung jetzt. Ich muss das jetzt noch mal gleich abmachen, das müsst ihr überhaupt nicht. Ja, das ist jetzt ein bisschen viel Aufregung. Ja. Machen wir noch mal ab. Ja, machen wir mal ab und ich mache. Ja, sonst, genau. Was ist denn? Ich schreibe dir auch eine Bedarfsmedikation für den Katheter auf. Ne? Ja, genau. Die schlechte Nachricht von dem verpassten Besichtigungstermin und der daraus folgenden Absage geht der jungen Frau nicht aus dem Kopf. Auch als die Wehen Stunden später immer stärker werden, kann sich Jana nicht ausschließlich auf die Geburt konzentrieren. Das erschwert die Entbindung. Genau, weiter schön atmen, ans Baby denken. Dauert nicht mehr lang jetzt, sie machen das ganz prima. Super, und schön in den Bauch atmen. Schön in den Bauch. Genau, in der Wehe schön atmen. Jetzt wird für das Kind auch ein bisschen stressig. Man sieht so ein bisschen an den Herztönen. Das kann doch nicht wahr sein, dass du das, was deine einzige Aufgabe war, nicht hinbekommen hast. Wirklich. Wie willst du denn ein guter Vater sein, wenn du noch nicht mal das hinkriegst? Frau Richter, Sie müssen jetzt ein bisschen an Ihr Kind denken. Also jetzt müssen Sie hier atmen mal. Wir machen das mal zusammen. Durch die Nase. Eine an, gucken Sie mal. Frau Richter, gucken Sie mich mal an. Du drückst mir die Hand. Au. Du hast es bald geschafft, Schatz. Halt noch ein bisschen durch. Es wird gut. Und atmen. Nichts wird gut. Verstehst du das nicht? Frau Richter, noch mal ans Baby denken. Die Herztöne, ne? Ein bisschen Stress fürs Baby jetzt. Die Herztöne, ja, starken Wehen. Und das Beste ist, dass ich mein Leben ohne dich plane. Wirklich. Das Einzige, was du kannst, ist irgendwelche Termine nicht wahrnehmen. Baby denken. Ich bin alleine ohne dich besser dran, wirklich. Ich würde das jetzt nicht überbewerten, das kommt schon mal vor unter der Geburt. Frau Richter, ja. Jetzt ans Baby denken. Jetzt sind wir bei der Geburt und den Rest regeln wir danach. Denn die Herztöne vom Kind sind wirklich jetzt auffällig. Es wird ihm zu stressig. Wir schaffen das. Bitte. Nicht wir. Atmen. Ich mach Schluss mit dir. Frau Richter, atmen. Bauch einatmen. Ja. Du kannst ja jetzt nicht Schluss jetzt mal bei mir sein. Wir bekommen gerade unser Kind. Kannst du mal die Ärzte anrufen? Die okay, es geht jetzt gerade nicht um dich, bitte. Der Geburtsverlauf war von Frau Richter eigentlich bis zum gewissen Zeitpunkt ganz normal. Als dann der Muttermund komplett geöffnet war und der Druck aufs Kind kam, weil es durchbecken sollte, haben die Herztöne vom Kind nicht mehr ganz mitgespielt. Das heißt, die Herztöne sind in der Wehe abgefallen auf besorgniserregende Werte. Und ich habe deshalb die Oberärztin informiert, um weiterzusehen, was wir weitermachen. Vielleicht schicken wir mal die Angehörigen kurz raus. Ich würde sie gerne noch mal untersuchen. Damit wir gucken, wie das jetzt hier vorangeht. Sie ist ja schon so lange hier mit der Geburt beschäftigt. Das kann für Mutter und Kind nicht gut sein. Jetzt sind die Herztöne sind nicht schlecht, aber
Es ist auch nicht so schön, wie wir es gerne hätten. Ne? Vielleicht gehen Sie einmal raus vor die Tür, bitte. Ja? Wir sind da, liebes Jahr. Gehen Sie einfach mal kurz vor die Tür. Es passiert nicht viel, wir rufen Sie dann wieder rein. Frau Richter, legen Sie sich einfach noch mal hin. Ich würde das mir jetzt gerne noch mal ansehen, damit wir entscheiden. Mach dir keine Gedanken. Das würde ich jetzt nicht so ernst nehmen, Felix, was sie gesagt hat. Ja, sie hat Stress, sie hat Schmerzen, warte mal ab, bis das Kind da ist und dann sehen wir. Ich muss jetzt nur noch einmal untersuchen. Und genau, schön atmen weiter. Gucke jetzt mal, wo der Kopf ist. Also der Kopf ist noch viel zu hoch, Und lange auspusten. Ja. Lange auspusten. Das kann ein hoher Gradstand sein. Also das stellt sich nicht richtig ein. Schluss jetzt. Ja, also wir machen den Kaiserschnitt. Dr. Johanna Krämer will das Leben des Babys nicht gefährden. Daher wird das Kind per Kaiserschnitt auf die Welt geholt. Die Mutter liegt nach den Strapazen auf Station. Noch überschatten die privaten Probleme der jungen Eltern das freudige Ereignis. Doch die frisch gebackene Mama kann nach der Geburt ihrer kleinen Tochter dennoch schon wieder strahlen. Hallo, Frau Richter. Herzlichen Glückwunsch. Genau, herzlichen Glückwunsch. Das war ja ein ganz schön hartes Stück Arbeit. Das kann man wohl sagen. Ja, das hat ja ein bisschen gedauert. Aber dafür ist das Ergebnis gelungen, oder? Wunderschön gelungen. Ich messe Ihnen einmal kurz die Temperatur, nicht erschrecken. 37,2. Ganz ruhige hier, die Maya. Ja, ja, total. Maya heißt sie. Schön. Die Frau Richter wird nach 5 Tagen die Klinik verlassen. Sie hat dann hier schon die ersten Dinge zum Stillen gezeigt bekommen und auch die Versorgung vom Neugeborenen. Und wir werden sie dann in die Hände einer Wochenbetthebamme, die freiberuflich arbeitet, übergeben. Oh, da hat er sich aber in Unkosten gestürzt. Mein lieber Scholli, sind die schön. Das ist mein Schatz. Aha, okay. Halt die mal fest. 70. Ja, ich würde sagen, das sind schöne Blumen, ne? Ja, oder? Ich würde sagen, das ist ein schönes Baby, oder? Ja, wie gefällt Ihnen die Kleine? Sind Sie einverstanden? Kaiserschnitt ist gut verlaufen. Wir haben das recht zügig dann absolviert und zu Ende gebracht, nachdem sie vorher so lange doch gelitten hat. Hallo? Heidi? Ja, alles gut gelaufen. Ah, danke, dass du anrufst. Zum Schluss gab es ja dann doch glücklicherweise noch eine gute Wendung. Es gab ein Telefonat, in dem dann eine Wohnung zu besichtigen war. Der Papa hat dann Rosen mitgebracht, um sich dann auch zu entschuldigen. Ich halte das in der Situation für angemessen und die Wogen waren ja dann auch ganz schnell wieder geglättet. Wir werden noch weiter uns kümmern. Die Hebamme kommt noch, mit dem Stillen gucken wir dann. Und wir kommen dann später noch mal vorbei, ne? Die junge Mutter hat ihrem Freund nach seiner Entschuldigung schnell verziehen. Das Paar hat die frei gewordene Wohnung tatsächlich bekommen und damit endlich ein eigenes Nest. Zur Ruhe kommen die beiden allerdings nicht. Töchterchen Maya hält seine Eltern ordentlich auf Trab.